So, jetzt wissen wir auch, wie wir die Schränke färben. Dann würde ich doch mal jetzt mal gucken. Hier, warte mal, hier den verstärkten Taucheranzug. Synthetische Fasern, zweimal. Schwer Synthetikfaser Taucheranzug bei 50%, der 50% physischen Schutz gibt. Das ist natürlich geil. Aber der macht dann keinen Strahlenschutz, ne? Der macht dann keinen Strahlenschutz. Wir könnten aber die Ultra-Gleitschwimmflossen herstellen irgendwo. Creature Decoy lockt Lebewesen an seinen Standort, kann von Hand oder von einem Tauchboot ausgesetzt werden. Einmal ausgesetzt, kann es nicht wieder aufgenommen werden. Aha. Damit kann man wohl Stalker oder sowas anlocken und die dann da halten, ne? Kann das sein? Wo ist denn... Erst bauen wir den Laserschneider, komm. Brauchen wir eine Batterie und Titan. So, pass auf, dann nehmen wir uns mal hier... Haha, wir sind ja clever. Dann nehmen wir uns mal die leere Batterie. Ein Diamant. So, und Titan. Titan hat man auch im Quarzschrank. Gucken, ob das geht. Früher ging das immer. Da, mit einer leeren Batterie kannst du den Laserschneider bauen. Und dann ist er voll. Ich weiß, ist ein bisschen gemogelt, aber ich muss ja gucken, wo ich bleibe. Ich habe ja keine Batterien zum Kacken hier. So. Jetzt haben wir hier nämlich Datenlaserschneider. Können wir den auf die 5 legen. Da könnten wir ja auf Wracktour gehen. Jetzt mit dem Laserschneider. Können wir direkt mal so einen Wrack aufschnibbeln. Also ich pack mal noch das Kupfer weg. Und das Blei machen wir mal noch weg. Dann haben wir noch ein bisschen Titan hier rumschwirren. Der ist voll. Kommt hier rein. Hallo. So. Und dann haben wir noch einmal Salz da rumliegen. Bau dir noch eine Kiste für die Motte. Ja, brauche ich doch, da brauche ich doch die Andockbucht für. Für die Motte, für die Kisten da anzubauen. Weißt du? Da brauchst du den Moonpool für. Und was ist das? Das Seemotten-Modifizierungsstation brauchst du dafür. Sonst kannst du die Kisten nicht da dran bauen. Ich weiß gar nicht, ob sich was geändert hat an den Waffensystemen der Seemotte. So, warte mal, die Energiezelle ist bei 50. Die ist schon mal voll, die Batterie. Warte mal, dann nehmen wir mal die raus. Dann laden die anderen drei vielleicht einen Tick schneller. Ich weiß es nicht genau. Warte mal. Der hat 66%. Der ist voll. Ja, Konstruktionswerkzeug würde ich ja dann eh hier lassen. Die Taschenlampe würde ich dafür wieder mitnehmen. Eine Batterie. Ja, wir haben auf jeden Fall alles dabei. Was essen wollte ich ja schon mal die ganze Zeit, ne? Komm, wir gehen mal was essen. Schild soll ich bauen? Ein Schild? Wir brauchen das Schild. Achso, jetzt habe ich, warte mal, ich habe mein Epiliergerät eben aus dem Fach getan. Ins Fach getan. Schauen wir doch mal kurz. Was ist das Ding? So, legen wir das mal gerade auf die 3.
sonstiges. Schild. Kupferdraht. Dann bauen wir ein Schild. Na toll, haben wir wieder kein Kupfer. Nur weil du ein Schild haben willst, hau ich hier mein Kupfer weg, ey. Nee. So, jetzt kann man ein Schild bauen. Da. Wo soll das hin? Nach draußen? Kann man das draußen anpacken? Dranpacken. Das geht nicht, das geht nur drin. Welcome aboard, Captain. Das geht nur drin. Das geht nicht draußen. Das ist ja doof. Das Schild geht nicht draußen dran. Hier, siehst du, das kannst du hier nirgendwo dran pappen. Kannst du doch nicht mal auf den Boden machen. Es geht nur innen. Tut mir leid. Das tut mir leid. Oh, warte mal, falscher Schrank. Dahin muss das. So, okay. 65%. Ah ja, so. Die ist voll. So. Die laden auch relativ fix. 66% hat die Energiezelle. Kann man nochmal alles durchchecken. Das Messer ist irgendwann gleich kaputt. Medikit. Hm. Überlege gerade. Ich glaube, ich fahre mal. Oder? Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen eigentlich nicht zur anderen Basis fahren. Und dann ein Medipack holen, weil wir eigentlich auf der Aurora mit Medipacks nur so zugeschmissen werden. Da finden wir auf jeden Fall ein paar. So, die Energiezelle ist bei 70. Die sind auch schon bei 90, aber wir müssen noch 2-3 Minütchen warten gerade. Wir könnten uns eventuell mal eben schnell noch ein Aquarium bauen. Kann ich ein Aquarium bauen? Ja, hier das. 4-mal Glas, 2-mal Titan. Ja, das könnte man mal schnell noch machen. Bis dahin sind auch die Batterien voll. So, 1, 2, 3, 4. Ach so. Quatsch. Was? Haben wir keinen Quarz mehr? Das ist nicht dein Ernst. Wir haben keinen Quarz mehr. Och, dann halt eben nicht. Ja, meine Fresse, ey. Dann halt eben kein Aquarium. Oh, sag mal. So, die sind jetzt auch auf 100%. Dieser ist auf 74. 75. So. Zack. Zack. Dann haben wir das. Komm, wir nehmen die Energiezelle mit 75% mit. So. Batterien haben wir genug. Eine Energiezelle als Ersatz. Die Taschenlampe. Wir haben einmal Wasser dabei. Ich würde mir vielleicht noch... mal gerade hier noch so... 2 Stücke vom Knollenbaum abschneiden. So. Ja, sollte reichen. Wir haben ein desinfiziertes Wasser. Ich glaube, auf der Aurora finden wir auch Wasser. So, warte, letzter Check. Batterien, alles ist da. Taschenlampe hat Saft. Konstruktionswerkzeug lassen wir hier. So. Scanner brauchen wir. Laserschneider hat Saft. Reparaturwerkzeug hat keine Batterie. Also, warte mal. Weckt der gerade mal. So.
So. So, das Reparaturwerkzeug, das lassen wir auch mal da, wo es ist. Sollte passen. Jo, Hölli, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch einen ganz schönen Abend. Und hoffentlich ist es, hoffentlich kühlt es ab bei dir. Ist heute wieder ganz schön heiß in der Hölle, ne? Also, schön, dass du da warst. Hau rein, bis demnächst. So, jetzt aber auf zur Aurora. Auf in Richtung Aurora. Ich glaube, wir haben gerade einen Fisch überfahren. So was Doofes. Der hat jetzt Glubschaugen. Haha, haha. Deswegen heißt er auch Glubscher. So, jetzt müsste doch hier. Ach, guck mal hier. So. Weil hier sind jetzt keine Kisten, nix. Warte mal, was ist denn das? Office Chair. Cool. So. New Blueprint acquired. Ja, hier gehe ich jetzt nicht rein. Das war ja jetzt nicht der Plan. Ich weiß, da kommt gleich noch irgendwo ein Live-Pod. Wenn ich mich da recht erinnere. Ah, hier geht's doch schon los mit den Kisten. So. Oh, da liegt schon die nächste. So. Sehr schön. Alles einsammeln hier, so kistenmäßig. Was hier rumliegt. So, da ist noch eine. Sehr schön. Wieder ein Medipack mehr. Noch ein Wrack. Oh, da sind Kisten drin. Oh, ich glaube, Medipacks haben wir langsam genug. Ja? Kann ich denn hier irgendwas scannen? Sieht nicht so aus. Oh, eine Energiezelle. Geil. Das ist doch sehr schön. Das sieht man gerne. Ich weiß nicht, ob hier sonst noch was ist. Naja, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. In den Kisten ist immer genau ein Item, ja. Fischmörder. Ja, tut mir leid. Es war nicht beabsichtigt. Aber ich hatte Vorfahrt. Ich war auf der Vorfahrtswelle sozusagen. Ja. War hier nicht noch ein Live-Pod irgendwo? Oh, guck mal hier. Oh, was liegt denn da? Was ist das denn? Fragment der Fahrzeugmodifizierungsstation. Zack. Ja, geil. Schubkanonenfragment haben wir, glaube ich, schon längst zusammengescannt, das Ding. Oh, da liegt noch so ein Ding. Danke. New Blueprint acquired.
Energietransmitter, das ist schön. Ah, geil. Geil, geil, geil. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das Energietransmitter müsste doch eigentlich das Ding sein, womit wir dann, wenn wir mal den Thermalreaktor am Vulkan stehen haben, die Energie dann zu der Basis bekommen. Das müsste das Teil eigentlich sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Huch, jetzt hat's geknackt, dann war der Sound weg. Sowas. What? Fährt einfach gegen mich. Er fährt einfach gegen mich, dieser Fisch. So. Das ist echt unglaublich. Ey, hier liegt ja echt überall Krempel rum. Was ist das? Nochmal Schubkanone. Noch mehr Schubkanone. Warte mal, fahr mal da vorne hin. Boah, sag mal. Sag mal. Jetzt aber gut hier. Sag mal, bist du bescheuert? Jetzt hau ab. Geh in deine Sandbank. Und bau dir eine Sandburg oder sowas. Energietransmitter, okay, den kennen wir schon. Egal. Nochmal Energietransmitter. Das ist alles voller Energietransmitterfragmente. Und Schubkanonenfragmente, das ist ja... Mein lieber Mann, ey. Alles voll mit den Dingern. Oh, da waren wir schon. So. Okay, so, warte mal. Da ist die Aurora. Ah, hier habe ich noch gar nicht reingeguckt, ne? Warte mal, hier ist auch noch eine Kiste. Hier ist echt überall was, gell? Ich wusste nicht mehr fertig. Da wirst du nicht mehr fertig, ey. So. Okay. Da hier unten liegt auch noch ein Riesenfrackteil. Drin. Na ja, gut, muss ja auch nicht überall was liegen. Verkehrsraudis, genau. Ist denn eigentlich dieser Reaper noch hier? Schwimmt der noch hier rum um die Aurora? Ach, ja, der echte kaum hat man's ausgesprochen, ey, wenn man vom Teufel spricht. Das gibt's doch nicht, ey. Oh, Scheiße. Ach du Kacke. Hau ab, Mann! Uah. Nichts wie weg hier, ey. aber ich bin ein Verkehrsraudi, ja? Nicht wahr, der hat mir die Motte zerbissen, ey. Verdammte Axt. Er hat mir die Motte zerbissen.
unten ist noch ein Reaper. Ich glaube, es hackt. Lol. Du hättest den Fisch nicht töten sollen. Ja, der war schuld. Verdammte Scheiße, ey. Das ist nicht euer Ernst. Ey, beißt der mir hier die Motte kaputt, ey, dieses doofe Vieh. Ja, genau. Und hier ist alles voller Krebse. So. Na, ja, es fängt doch gut an, ne? So ein Ausflug zur Aurora. Wir kommen an und haben keine Seemotte mehr, ey. Verdammte Axt. Ein Glück, dass wir hier Medikits bekommen. Ich speichere mal gerade ab. So. Unglaublich, ey. Ich werd bescheuert. Ich krieg die Tür nicht zu, ey. Unglaublich, ey. So, sind wir denn jetzt hier eigentlich richtig? Ich glaube ja. Aber können wir denn hier so... Hier können wir rüber, okay. Da steht auch noch eine Kiste. Wie, nichts drin? Da ist ja gar nichts drin. Medipacks sind gerade sehr willkommen. Stehen gerade ganz hoch im Kurs, die Dinger. Ich weiß gar nicht, was es hier alles Neues gibt und wo wir hier überall hin müssen. Also so einigermaßen kann ich es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir noch hier hoch müssen, aber wir gehen einfach mal hier hoch jetzt. Wir gehen einfach mal hier hoch. Aber kann das sein, dass ich in der Hocke bin? Oder warum ist das so niedrig? Oder ist das nur alles so groß? Bin ich so klein oder bin ich in der Hocke unterwegs? Mache ich hier gerade so einen Entengang oder was? Yeah. Warte, ich stell mich mal gerade hier hin, wo ich einigermaßen safe bin. So. Yeah. So, warte mal. Zack. Erstmal ein Screenshot machen. Sehr schön. Wunderbar.